Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Meeresschrein oder wie der heißt. Wie heißt der? Seeschrein. Seeschrein. Stimmt, wir sind nicht im Meer, wir sind in einem See. Im Hylia-Seeschrein sozusagen. So. Und irgendwie, alles was ich bisher so gefunden habe, war irgendwie nicht richtig. Und wenn ich mir das hier so angucke, dann ist der Raum, glaube ich, auch nicht wirklich der, den wir suchen. Ah, hier kann man irgendwie auch was manipulieren später. Da ist eine Tür. Kommen wir irgendwie... Ah, guck mal, das sieht doch nach Greifhaken aus. Sieht alles enorm nach Greifhaken aus. Okay. Dann brauchen wir jetzt den Greifhaken. Ich glaube, das kann man mal festhalten. Ja, wir gucken uns mal die Karte an. Das ist hier rechts der Raum. Das ist aber nicht der, wo ich eben hergekommen bin. Hier, dieser kleine da unten. Südlich dieses großen Raumes. Aus den Räumen bin ich doch gekommen. Da wollte ich eigentlich, glaube ich, wieder hin. Okay, versuchen wir das doch mal. Vielleicht habe ich da ja irgendwas übersehen. Ja, eigentlich will ich ja jetzt hier unten in... Wo ist denn die Tür? Schaue mal nach Süden. Die Tür ist offenbar oben. Da ist die Tür. Komme ich aber nicht hin? Dann verstellen wir doch nochmal dieses Ding hier, oder? Beziehungsweise, ich glaube, es gibt sogar mehrere Möglichkeiten, wie man das verstellen kann. Und ich habe es auf die falsche zurückgestellt, sozusagen. Genau, die wollte ich auch nicht. Oder komme ich... Nee. Aber war ich denn hier unten schon mal? Fragen wir doch mal so. Das sieht alles gleich aus, deswegen wird man hier so verwirrt. Ja, hier, da, guck mal, das sieht alles so danach aus, als müsste man hier das Wasser einfach. Das ist hier links. Muss irgendwie das Wasser hochgelassen werden. Also nicht hochgelassen, Mann, reingelassen. Aufgedreht. Der Hahn muss aufgedreht werden. So, hier war ich aber schon. Genau. Okay, dann kann ich hier hochgehen. Und hier oben ist dann ein verschlossener Eingang, der nach links geht. Okay. Und es geht nicht weiter. Das können wir also nicht gebrauchen. Also jumpen wir da hinten an den Haken. Oder soll ich den da hinten nehmen? Komme ich an den überhaupt dran? Ich glaube nicht, oder? So. Jetzt ist das Ding wieder nach Ost-West gedreht. Das will ich aber auch nicht, weil ich ja eigentlich zurück wollte. Wenn ich jetzt nämlich hier rausgehe... Moment. Nee, 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 nee. Ja, ja, dann komme ich wieder in den Raum von eben, der mir nichts gebracht hat. Nee, da wollen wir nicht lang. Und irgendwie die Zuschauer, die das Spiel kennen, denken sich jetzt so, nein, du musst da lang, geh da durch. Aber ich glaube, oh, guck mal, hier ist ja eine Kiste. Voll übersehen. Vielleicht ist da der Key für die Tür oben. Nee, eine Karte. Was will ich denn mit einer Karte, Mann? Ich baue mir selber meine Karte, wenn ich hier durchlaufe. Ja, so groß ist er nicht, der Tempel, ne? Rechts noch ein bisschen, links noch ein bisschen. Und vielleicht irgendwie... Doch, der ist eigentlich erstaunlich klein, muss ich sagen.
So. Hier oben ist aber nichts, außer dass ich wieder dieses Ding hier bedienen kann. Oder kann ich diesmal auch ein anderes bedienen? Nee, da ist wieder zu. Komme ich denn an das Teil da hinten gar nicht ran? Ja, guck mal auf der Karte hier, das ist immer abgesperrt. Das ist rechts. Rechts und links sind da so schwarze Striche auf der Ebene, wo ich gerade bin. Da komme ich gar nicht lang. Das ist aber nicht so nett. So, und hier will ich jetzt praktisch wieder nach oben, richtig? Ah, wartet mal, ich kann unten kann ich ja auch einen Schalter bedienen. Ich weiß ja nicht, ob da so eine Logik dahinter ist, die ich jetzt nicht verstehe, oder ob ich einfach so ein bisschen, man das einfach durchprobieren muss. Guck mal, ich laufe jetzt einfach nach unten. Ah ne, hier bin ich jetzt wieder eingesperrt, links und rechts. Nee. Die Konfiguration können wir auch nicht gebrauchen. Ich kann nicht die Treppe hochrollen. Okay. Ja, macht ja auch nicht so viel Sinn, wa? Erinnert mich ja so ein bisschen an den Pic Hibernia mit so einem stufenförmigen Mittelraum. Aber so entstehen nun mal Legenden. Geschichten, die jeder kennt. Und die Geschichte, die man auf meinem Kanal kennt, jedenfalls schon mal, dass man Majora's Mask Let's Play geguckt hat, die ist nun mal der Pic Hibernia. So, vielleicht wird dieser Tempel hier auch noch zu einem Synonym, weil ich nämlich überhaupt nicht raffe. Aber guck mal, das habe ich das denn schon mal ausprobiert hier. Ah, meine Füße! Okay. Guck mal, hier wollte ich doch lang. Ui. Huch, habt ihr das gesehen? Ich glaube, das war nur so ein Nebelschwaden, der da sich bewegt hat. Achso, jetzt sind wir wieder hier. Okay, also alles, was ich wollte, war komplett sinnlos. Das kann ich schon mal festhalten. Es sei denn, es gibt in diesem Raum vielleicht den Schlüssel für da hinten, was ich sehr bezweifle. Mensch, dieser Tempel mit diesen Hintergrundbräuchen immer so bong, 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 bong im Hintergrund. Ich kann es gar nicht richtig nachmachen. Ist da hinten denn eine Kiste drauf? Nee. Guck mal, es hat also überhaupt nichts gebracht. Wir können direkt wieder zurücklaufen. Und das hier ist einfach nur so eine Brücke. Mit schönem Mosaikboden. Ach so, und weil ich war eben so... Das hatte mich verwirrt, weil ich hier so eine Kamerafahrt gemacht wurde. Und dann dachte ich, es gäbe hier noch mehr. Aber das war einfach nur irgendwie so der Einblick wie auf die Hauptmechanik dieses Tempels, wie es aussieht, oder den Hauptsinn des Tempels. Die sehr gute Frage ist jedoch, was ich jetzt tun soll. Hier hochklettern kann ich nicht, das ist nämlich nur Deko, alles klar. Okay, also wir halten fest. Wir sind hier auf der oberen Ebene. Da komme ich links und rechts aber nicht weiter. So. Jetzt kann ich hier auf eine untere Ebene laufen und da komme ich links lang. Wenn ich hier links lang gehe, dann ist da allerdings nur dieses Wasserrad. Dieses Wasserrad muss später sich mal drehen, weil hier irgendwie Wasser lang fließt.
Ja, ich nehme mir immer alle Töpfe mit, damit ich wieder mein Geld ein bisschen auffülle. Ich werde etwas in Mitleidenschaft gezogen. Durch diesen ganzen Bombenmist im letzten Part. So, jetzt kann ich hier das Ding drehen. Das andere bleibt mir auch gar nicht übrig, weil das andere kann ich hier gar nicht machen. Huch, wie hat Link denn da gerade so gebremst? Interessant. So. Da unten in diesem Teich, da ist nichts. Wir können uns das auch nochmal angucken. Da ist nichts. Da ist wohl der Boss. Boss-Tür, wie es aussieht. So, hier sind auch keine Türen. Hier ist nichts. So. Das heißt, mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als jetzt dieses Teil hier zu bedienen. Weil oben, wo ich herkomme, bin ich ja links und rechts gesperrt. Wenn ich das richtig sehe. Moment. Genau, ich komme südlich, südlich in diesem Raum komme ich raus, dann bin ich links und rechts gesperrt. Genau, was ich jetzt nicht gemacht habe, ist zu gucken, was, wo ich da... Moment. Genau. Es ist nämlich die Sache, dass ich hier rechts komme ich nämlich nicht rein, weil hier ein Schlüssel benötigt wird. Midna, Hilfe! In einem so großen Schrein wie diesem einen einzigen kleinen Schlüssel zu finden, wird sicher auch nicht einfach. Tu mir einen Gefallen und verlauf dich nicht. Ja, ich hab, ich bin sehr froh, dass Midna mir jetzt nicht auf die Sprünge hilft. Das wäre nämlich auf Dauer auch ein bisschen langweilig, wenn man immer alles vorgekaut bekommt, was man jetzt machen soll. Muss man ja auch mal sagen. Man muss ja auch mal ein bisschen selber hier durch den Tempel stiefeln, nichts finden, sich ein bisschen ärgern. Dann freut man sich umso mehr, wenn man es gefunden hat. Genau, aber hier ist halt tatsächlich, ist hier immer nichts. So. Und wenn ich jetzt nach rechts will, dann kann ich das hier irgendwie durch die crazy Treppentwistungstaktik machen. Jetzt ist es nämlich wieder nord-südlich gedreht. Wir wollen es aber... Ach so, ja, das war der Fehler gewesen. Das wollten wir nicht. Wir wollten... Okay, also. Das macht doch eigentlich alles ein bisschen Sinn. Wir drehen das Ganze jetzt einmal von hier unten aus. Und dann laufen wir jetzt nach oben. Und drehen es nochmal von hier aus. Da steckt bestimmt irgendein System dahinter. Was ich nur nicht durchblicke. So. Jetzt kommen wir hier nämlich wieder nach unten. Und können hier nach links gehen. Ich bekomme doch den Verdacht, dass wir hier links irgendwann... rechts. Wir sind rechts. Ja, wir sind ja rechts. Ist ja gut. Hier rechts müssen wir irgendwas machen. In diesem Raum müssen wir irgendwas anstellen. Die Frage ist nur, was? Guck mal, es sieht irgendwie so aus, als müssten wir nach da oben oder so. Sieht aus, als bräuchten wir einen Greifhaken. So, da rechts komme ich nicht lang, weil die Brücke muss irgendwie schwimmen, habe ich so das Gefühl. Kann ich nicht von hier oben? Müsste irgendwie... Ich glaube, ich müsste hier rauf einfach. Oh, guck mal, mit einem Sprungschlag sterben die direkt. Ich müsste dieses Ding irgendwie blocken. Okay, also meine Verwirrung wächst ein wenig, was ich hier in dem Tempel jetzt machen soll.
Ich meine, hier war ich ja eigentlich. Das ist ja... Ja, ich kann jetzt hier hochklettern. Dann kann ich mich wieder an dieser Stelle hier festpacken, wenn ich es will. Link, was machst du denn? Ah, ja, da backt er wieder fröhlich rum. So. Dann kann ich auch auf diese Brücke hier springen, was mir nichts bringen wird, weil ich da hinten nämlich nicht raufkommen werde. Dann kann ich hier auch wieder raufklettern. Ah, Moment, aber ich kann hier... Dann kann ich hier hin. Und dann, ja. Nicht auf der Seite. Toll. Bringt mir überhaupt nichts. Guck mal, dieser Stein, der sieht so brüchig aus. Guck mal, ist das ein Riss oder ist das ein Riss? Sieht doch so offensichtlich aus, als müsste man das wegsprengen. Mensch. Okay, also ich sehe hier so einige Sachen. Ich sehe hier Wasser, das ich durch einen Windrad, durch ein Wasserrad leiten muss. Ich sehe hier Kanäle, wo das Wasser langfließen wird. Ich sehe hier, dass ich vermutlich einen Greifhaken irgendwie benutzen kann. An einigen Stellen. Ich sehe, dass ich da irgendwie eine Treppe mir immer so zurechtdrehen kann, dass ich auf die richtige Ebene komme. Aber... Ah. Das war doch das, was wir gesucht haben. Eine sinnlose Abkürzung, die nichts bringt. Warte mal, das kann aber nicht sein. Das kann jetzt nicht sein hier. Es muss noch irgendwo noch sowas geben. Da hinten vielleicht, da war doch... Da ist doch auch sowas. Vielleicht näher rangehen oder so. Oh nö, jetzt bin ich wieder... Ach Mensch, sorry. Wehe, das klappt jetzt nicht, was ich vorhab. Aber ich bin guter Dinge. So, was war das denn? Die Steuerung hat nicht ganz das gemacht, was ich wollte. Ich hoffe mal, meine Wii U gibt nicht den Geist auf. Das wäre sehr schade, denn man kommt ja nicht mehr so gut an Views. Was ist denn eigentlich jetzt mit, wenn ich jetzt sage, ich will Twilight Princess spielen, wenn man sagt, ich will Wind Waker HD spielen. Ich meine, dann muss man doch eigentlich sich weiterhin eine Wii U kaufen, oder? Das geht doch nicht mit der Switch. Oh. Ah. Mensch. Also das ist halt irgendwie so ein bisschen das, was ich an Nintendos Strategie nicht verstehe. Weil die Spiele haben sie ja vor... Ich meine... Ja, da haben wir den Schlüssel für da hinten. Na endlich. Also ich meine, Nintendo hat jetzt... Ich glaube, Twilight Princess ist von 2016 oder wann? Ja, das ist jetzt 2 Jahre alt. Und ein 2 Jahre altes Spiel, was die extra portiert haben, hier mit neuer Grafik und alles überarbeitet... Und das läuft jetzt nur auf der Wii U. Das kann doch eigentlich nicht...
Das kann doch eigentlich nicht deren Ziel gewesen sein. Oder... Ja, ich weiß nicht. Also was ich nicht verstehe, ist, warum sie... Warum sie es nicht möglich gemacht haben, dass man Switch... Dass man auf der Switch Wii U Spiele ausführen kann. Ich meine, die Switch hat doch mehr Leistung. Da hätte ich jetzt gedacht, dass man da irgendwie... Softwaremäßig... Mir hätte das eigentlich möglich sein müssen. Ja. Also ich meine, ohne dass ich jetzt irgendwie Nintendo-Insider wäre. Aber so schwer kann das eigentlich nicht sein, irgendwie... Ja, meine Güte. Dann ist das vielleicht eine andere Prozessorarchitektur oder so, aber... Na gut, das ist natürlich immer die Frage, ne? Konsolenprogrammierung ist meistens recht effizient und schlank gehalten, um halt die Hardware so gut wie möglich auszunutzen. Und wenn man dann sich da wirklich auf eine Prozessorarchitektur oder so beschränkt, oder auf eine ganz bestimmte Grafikkarte, dann wird das halt natürlich schwierig, das einfach so auf eine andere Plattform zu bringen. Guck mal, hier wird doch auch Wasser dann durchfließen. Hier kann ich auch wieder nicht klettern, sondern es ist nur doch... Vielleicht schon. Ja. Ich meine, vielleicht ist ja auch die Nachfrage nicht so groß oder was? Keine Ahnung. Nach... Ja, Bomben. Nach irgendwie den remakten Spielen. Aber... Dann wäre es ja eigentlich ein ziemlicher Reinfall gewesen, wenn man mal ehrlich ist. So, und jetzt? Ah, jetzt kann ich hier hochklettern. Gut, dann würde ich mal sagen, ich kletter mal hier hoch. Und dann ist der Part auch schon wieder vorbei. Ich habe irgendwie ein bisschen überzogen hier mit meinen technischen Diskussionen über Switch und Wii U. Naja, vielleicht kommt da ja noch was. Und mir ist es ja egal, ich habe ja eine Wii U, die auch noch gut funktioniert. Gut, dann würde ich mal... Was ist das? Immer diese Kamera hier. So, dann würde ich aber mal sagen, das war's für heute. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Jetzt geht's ja vielleicht ein bisschen flüssiger weiter hier. Also, dann bis dann. Tschüss.